1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder live hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich grüße euch sehr herzlich. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir hier am Telefon plaudern, diskutieren, streiten wollt, euch unterhalten wollt, wie auch immer, dann meldet euch. Die Telefonnummer ist wie immer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Mit wem geht es los? Es geht los mit Judith und Judith ist 21 Jahre alt. Hallo Judith. Ja, hallo, guten Abend, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Vergewaltigung. Mhm. Und zwar bin ich mit 12 Jahren von mehreren Jugendlichen zweimal vergewaltigt worden. Ja, wie alt waren diese Jugendlichen damals? Die waren 13, 14, 15. Mhm. Also nicht wesentlich älter als du. Etwas schon, ne? Doch, denn jemand 12 ist und 15 ist ja schon ein Unterschied. Ja, genau. Mhm. Mehrmals vergewaltigt worden? Zweimal. Zweimal. Also es waren halt 5 Jugendliche und das war eben dann jeweils zweimal. Mhm. Direkt hintereinander? Nee, es lagen 14 Tage dazwischen. Das heißt, alle 5 haben dich vergewaltigt? Ja, und bei dem einmal und dann nach 14 Tagen halt nochmal alle 5. Also 4 haben im Prinzip immer festgehalten und einer hat sich genommen. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also ich war halt in dieser Clique mit drin, das war eine reine Jungsklicke, 5 Jungs und ich als einziges Mädel. Mhm. Also ich war dort 2 Jahre und das lief auch alles wunderbar, wir waren richtig feste Freunde. Und und dann bin ich halt irgendwann in diese Bude eben gekommen und dann saßen sie halt da und ja, dann ist es eben passiert, haben sie mich festgehalten. Ich stutze gerade so, weil ich jetzt, während du das erzählst, erst ermesse, was das bedeutet, 2-mal von 5 Jungs vergewaltigt zu werden. Hintereinander. Ja. Als das erste Mal passierte, das waren ja alles Jungs, die du kanntest und zu denen du eigentlich Vertrauen hattest. Genau. Mhm. Wie hast du dich da verhalten? Hast du dich versucht zu wehren? Hast du geschrien? Ich habe mich versucht zu wehren, ja. Mhm. Aber wenn einen 4 Jungs festhalten und natürlich, Mädels, ja, hat man da keine Chance. Ja, ja. Und das war in irgendeiner, hattet ihr euch so eine Bude gebaut oder ja, was? Ja. Ja, die haben wir uns selbst aufgebaut. Draußen im Wald, oder? Ja, ich habe halt auf dem Dorf gelebt und am Rand des Dorfes, wo im Prinzip keiner hinkommt. So, jetzt ist das einmal passiert, was ja schon ganz, 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 ganz grauenhaft ist. Mhm. Was hast du dann gemacht danach? Danach habe ich es nicht realisiert. Also ich habe zwar gewusst, dass sie mir da was angetan haben, was ihm aus der Weh getan hat, aber ich habe es nicht wirklich realisiert. Mhm. Die haben dich, nachdem das vollendet war, fertig war, haben sie dich rausgeschmissen aus der Behausung. Nee, die Jungs sind gegangen. Die sind gegangen. Mhm. Genau. Du bist dann nach Hause gegangen, hast aber nichts zu Hause erzählt. Nein. Mhm. Und warst wahrscheinlich im Schock oder im Trauma. Ja. Mhm. So, und dann vergingen ein paar Tage? Ja, 14 Tage ungefähr. Und dann war dasselbe nochmal? Ja. Also ich wollte halt nicht mehr hingehen, ich bin halt nochmal runtergegangen, weil ich eben noch Sachen von mir da hatte, die ich holen wollte. Mhm. Naja, die Jungs waren dann eben auch da und dann ist es eben wieder passiert. Und dann? Was war danach dann? Wie hast du dich dann verhalten? Ja, also es geht ja noch weiter. Mhm. Ich bin dann zu einem Seelsorger gegangen, der Pfarrer ist. Unmittelbar darauf oder hast du viel Zeit verstreichen lassen? Ich denke, es lag ungefähr so ein Vierteljahr dazwischen. Mhm. Und ich war halt bei ihm längere Jahre in Behandlung. Und so nach 4 Jahren hat er mich dann halt öfter in den Arm genommen, was dann eben auch okay war, weil ich ihn, sag ich mal, als Vater ganz gern gehabt habe. Es war jetzt nicht mein Vater, aber es war wie ein zweiter Vater für mich. Mhm. Und es war ihm doch auch okay. Und irgendwann waren wir dann halt bei mir zu Hause in meinem Zimmer und dann meinte er nur, was hältst du davon, wenn wir uns beide jetzt ins Bett legen? Ich leg mich oben drauf und du legst dich unten hin. Und da habe ich ihm ganz klar gesagt, dass ich das nicht will. Mhm. Und dann verging wieder einige Zeit. Und dann kam er mit einem Antidepressiva an und meinte, ich soll das nehmen, das würde mir richtig gut tun. Mhm.
Problem war, dass das bei mir das ganze Gegenteil bewirkt hat. Also ich war danach völlig im Loch. Ich war danach ein Jahr krankgeschrieben, seitdem ich dieses Medikament genommen habe. Ein Jahr krankgeschrieben? Ja. Mhm. Und also ich habe völlig in einer anderen Welt gelebt, war irgendwie überhaupt nicht mehr ansprechbar. Und ich muss das mal eben zwischendurch fragen. Ja. Dieser, was war das, ein Seelsorger, ein Pfarrer? Das war ein Pfarrer, ja, ja. Und bei dem bist du ein Jahr so hingegangen, einfach so als Gesprächsrunde quasi? Ja, das ging so 4 Jahre. Vier Jahre, wie du gerade sagtest, ja, ja. Genau. Also das war, du bist einfach so da hingegangen, weil du den nett fandest und Vertrauen zu dem hattest. Genau, also ich bin halt immer einmal die Woche zu ihm gegangen. Ja, wussten deine Eltern, dass du zu dem gegangen bist? Ja, die wussten das. Haben die sich nicht gewundert, wenn so ein Mädel einmal in die Woche zum Pfarrer geht? Ist ja auch ein bisschen komisch. Ja, also sie fanden es jetzt nicht unbedingt schlimm, weil sie kannten den Pfarrer eben auch und haben ihm halt vertraut. Ja. Ja, schlimm nicht, aber ich würde also als Elternteil vielleicht ein bisschen nachdenklich werden. Haben die dich nicht gefragt, was machst du da, warum gehst du da immer hin? Jein. Sie haben schon teilweise gefragt, aber die haben keine Antwort von mir gekriegt, weil ich es ihm auch einfach nicht wollte. Ich habe mich dafür immer auch geschämt. Und okay, aber die haben das respektiert, weil es eben der Pfarrer war und da konnte ja nichts Schlimmes irgendwie sein. Genau. Ja. So, jetzt hat er dir dieses Medikament verabreicht oder dir empfohlen, du hast es genommen und daraufhin warst du ein Jahr richtig am Boden. Ja. Ist er denn irgendwann dann doch dir zu nahe getreten, körperlich? Ja, er hat über ein Jahr mit mir geschlafen. Er hat über ein Jahr mit dir geschlafen, während du diese Medikamente genommen hast? Ja, also er hat das richtig ausgenutzt. Und das ist jetzt auch der Hauptgrund, warum ich anrufe, weil ich jetzt momentan jetzt wieder seit einem halben Jahr krankgeschrieben bin, weil einfach nichts mehr geht. Mhm. Und ich mache schon ihn dafür verantwortlich. Denn wenn er damals von Anfang an gesagt hätte, du musst damit in die Klinik, das kann ich nicht behandeln, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und mit dir telefonieren, beziehungsweise ich würde dir irgendwas Schönes erzählen. Ja, natürlich, so natürlich kann er das als Pfarrer nicht behandeln. Das ist das eine. Und zum anderen hat er sich straffällig gemacht. Kann man sagen, dass er dich auch vergewaltigt hat, oder? Das ist ja die Frage. Ich hab mich ja nicht gewehrt. Ich konnte einfach nicht. Ja, aber er hat dich unter Drogen, mehr oder weniger unter, was heißt Drogen? Er hat dich unter ein Medikament gesetzt. Und ja. Und wie gesagt, es ist das halt, was ich ihn dafür verantwortlich mache. Und ich bin halt momentan wieder völlig am Ende, weil es im Prinzip gar nichts geht. Und ich nochmal, um das zeitlich einzuordnen. Du bist jetzt 21 Jahre alt. Wie alt warst du, als du aus den Händen dieses Pfarrers dich hast befreien können, sage ich mal so? Das muss 18 gewesen sein. Da warst du 18 Jahre alt. Von zu Hause weggezogen. War das auch der Grund, weswegen du dann von dem Pfarrer wegkamst, weil du weggezogen bist von zu Hause? Ja. Mhm. Genau. Bist du weit weggezogen von zu Hause? Ja, 300 Kilometer. Ah ja, damit war der Fahrer dann erledigt, die Geschichte, dass du mit dem Kontakt hattest. Ja, ja. Das heißt für mich, da ist eine junge Frau, ein junges Mädchen mit schwersten seelischen Verletzungen. Aber wirklich mit schwersten. Einmal, was du mir erzählt hast von den Jungs und dann das, was ja ebenso oder vielleicht noch schlimmer ist, dass dieser Geistliche, der ein erwachsener Mensch ist, der dein Vertrauen missbraucht hat, dich so behandelt hat. Ja. Was ist jetzt in den letzten 3 Jahren geschehen? Warst du bei einem Psychologen, bei einem Arzt, bei einem Psychiater? Nein, ich war jetzt halt die 3 Jahre hier dann, wo ich jetzt wohne. Mhm. Und da ging es mir auch richtig gut. Mhm. Und es fing halt letztes Jahr im November wieder an, dass es rapide bergab ging. Mhm. Und das hat eben auch meine Chefin mitbekommen. Und dann habe ich eben auch gesagt, was los ist. Also jetzt nicht den Grund, sondern halt gesagt, ich habe eben Depressionen. Und ja, und dann meinte sie halt, du lässt dich sofort krank schreiben, denn so kannst du nicht weiterarbeiten. Und daraufhin bin ich dann zu einer Therapeutin gegangen, also zu einer Psychologin. Ja. Ich bin jetzt bei ihr seit Anfang Januar. Ja. Und das ist so, dass sie diese Frau mit mir überhaupt nicht redet. Also ich bin das erste Mal bei ihr gewesen, da musste ich ihr innerhalb von 2 Minuten erzählen, was passiert ist. Mhm. Darauf hat sie ihre Diagnose gestellt und hat gemeint, ja, das muss in der Fachklinik behandelt werden. Mhm. Und seitdem gehe ich nur alle 4 Wochen hin, damit sie mich krank schreibt. Sie redet einfach nicht mit mir. Und sie organisiert auch nicht, ich meine, das ist ja vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, dass du in eine Klinik gehst. Würde ich so spontan irgendwie sagen, dir ist so viel Übles angetan worden, vielleicht wäre das gut, sogar in einer guten psychosomatischen Klinik das behandeln zu lassen. Ja, der Antrag läuft? Wurde 2-mal abgelehnt. Warum? Also wir haben halt eine bestimmte Klinik im Auge gehabt, die wir halt unbedingt anziehen wollten. Mhm. Und in der Begründung stand eben, posttraumatische Belastungsstörung, dass das halt im Fachkrankenhaus behandelt werden muss. Mhm. Und das war aber ein Fachkrankenhaus. Also meine Ärztin vermutet jetzt, dass die einfach nicht bezahlen wollen. Mhm.
Also ich höre daraus, dass du zu dieser Psychologin null Vertrauen hast. Genau. Null. Genau. Du hast gerade eine Ärztin genannt. Ist das deine Hausärztin oder eine nahe bekanntere Ärztin? Die Psychologin jetzt? Nee, die Ärztin. Du hast gerade auch von einer Ärztin gesprochen. Oder ist das die Psychologin? Nee, ich war erst bei einer Hausärztin. Ja? Hast du zu dieser Hausärztin ein gutes Vertrauensverhältnis? Schon, ja. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes, dass du dringend Hilfe brauchst. Da muss man kein Arzt oder Psychologe sein. Mhm. Dass du an der falschen Adresse bei der Psychologin bist, höre ich sofort. Mhm. Ich fände es wichtig, wenn du einen neuen Kontakt suchen würdest. Zu einem das habe ich ja versucht. Hier gibt es unendlich viele Praxen und ich habe da überall angerufen. Ja. Und die haben alle gesagt, ja, in einem Vierteljahr können sie gerne kommen. Die haben einfach keinen Termin frei, das ist ja das Problem. Mhm. Mhm. Und jetzt hängst du in der Luft, dir geht es schlecht und weißt nicht, was du machen sollst. Genau. Mhm. Jetzt sind wir natürlich in einer Bredouille. Wir werden dir auch nicht so schnell irgendeinen Platz herzaubern können. Ich finde, ich sage aber erstmal, dass ich gut finde, dass du so aktiv bist. Es gibt viele Menschen oder viele Frauen, die sowas haben, leiden müssen, was du hinter dir hast, die nicht mehr können, die das nicht machen. Du nimmst es ja in die Hand, dein Schicksal im Moment. Ja. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich habe auch lange genug gewartet. Ja. Hast du eigentlich eine Berufsausbildung? Hast du was gemacht? Ich bin gerade in der Ausbildung und habe die jetzt halt unterbrochen. Ach so. Mhm. Das heißt, da muss ganz dringend jetzt was geschehen. Dir muss geholfen werden, damit du auch wieder recht auf die Beine kommst. Ja. Hast du in der Zwischenzeit auch mal eine Beziehung gehabt oder ging das gar nicht? Ich hatte jetzt das letzte Halbjahr einen Freund. Konntest ich bin mit ihm zusammengekommen, als es mir noch gut ging und da habe ich ihn auch wirklich geliebt. Ja. Und dann ging es mir eben nicht mehr so gut und dann habe ich ziemlich bald danach mit ihm Schluss gemacht, weil ich ihn einfach nicht mehr geliebt habe und es ging einfach nicht mehr. Ja. Warst du überhaupt in der Lage oder hattest du überhaupt Lust, mit ihm zu schlafen? Nee, das verstehe ich. Das kam für mich gar nicht in Frage. Ja. Mhm. Pass auf, Judith, jetzt, ich habe ja hier auch mal einen Psychologen im Hintergrund, wie du vielleicht weißt, die natürlich über die ganzen Finessen, wie man Therapie einfädelt und wie man in Notfällen an Therapeuten kommt, noch viel besser Bescheid wissen, als ich es weiß. Ja. Ich finde erstmal gut, dass du es alles jetzt so in die Hand nimmst und bin guter Dinge, dass du es auch schaffen wirst, weil du hast Power, das merke ich schon. Mhm. So, und die Beratung, was vielleicht ganz praktisch getan werden könnte, da bitte ich dich jetzt mit meinem Psychologen weiterzusprechen. Ja? Dann legst du bitte auf, mein Psychologe heißt Peter, dann ruft der Peter dich gleich zurück. Ja. Ja? Okay. Von Herzen, alles Gute, ich drücke die Daumen, dass es bald klappt, dass du einen Therapieplatz bekommst. Ja, ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Okay, tschüssi. Ihr lieben 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Fernsehen bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen und Radio 1 Live, 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hinweis schon mal auf unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt das Thema Ich bin feige. Hier ist Nina und Nina ist 25 Jahre alt. Hallo Nina. Hallo Domian. Hallo Nina. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein Problem und zwar gehe ich schon 12-mal fremd innerhalb von 5 Jahren. Und weiß jetzt absolut nicht, ob ich es meinem Mann sagen soll oder nicht. Also 5 Jahre seid ihr verheiratet oder zusammen? 5 Jahre zusammen und 3 Jahre verheiratet. Ja. Und in diesen insgesamt 5 Jahren 12-mal fremdgegangen? Ganz genau. Warum? Und ich kann auch nicht damit aufhören. Das letzte Mal war jetzt gerade vorgestern. Mhm. Was sind das für Männer, mit denen du fremdgehst? Sind das Fremde oder sind das Bekannte? In dem Sinn sind schon Fremde. Ich lerne die über eine Flirtline kennen oder im Chatraum. Ja. Ja. Warum machst du es? Warum mache ich das? Mhm. Das weiß ich selbst nicht genau. Ist die Grundfrage, ne? Ja, ich denke mal, der Sex, was ich mit den Männern habe, den genieße ich ganz anders als mit meinem Mann. Kannst du den Sex mit deinem Mann nicht genießen? Doch schon, aber auf eine andere Weise. Was fehlt dir bei deinem Mann? Die Zärtlichkeit. Die Zärtlichkeit? Genau. Das ist nur noch, sage ich jetzt mal, ein rein Rausspiel und das war's dann. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Als du zum ersten Mal fremdgegangen bist? 3 Monate. So früh schon? Ja. Es ging damals alles halt über Kopf. Ich war auch schwanger gewesen von meinem jetzigen Mann. Mhm. Bin also auch während der Schwangerschaft fremdgegangen. Mhm. Ich lernte ihn am 29. Mai 99 kennen und am 20.07. war ich in der 7. Woche schwanger von ihm. Mhm. Ja, und im Juli bin ich dann fremdgegangen. Das erste Mal. Mhm. Während der Schwangerschaft? Während der Schwangerschaft, mhm. Ja. Das heißt, also am Anfang, selbst am Anfang hat dir die Zärtlichkeit schon gefehlt bei ihm? Ja, ich muss auch sagen, er kennt mich schon lange, also von klein auf. Mhm. Und
es ist halt einfach nicht so, er zeigt mir nicht seine Gefühle, er kann das nicht. Hast du ihm denn jemals mal gesagt, pass mal auf, ich habe keinen Bock auf diese Rein-Raus-Nummer, ich will auch, dass du zärtlich mit mir bist? Wir haben oft darüber geredet, aber mit ihm kann ich nicht reden, da kommt immer nur ja, nein und das macht mich dann selbst wild, dann werde ich auch böse und werde laut und dann gibt das eher Streit wie eine normale Diskussion. Mhm. Wenn du dann mit ihm schläfst, lässt du es eher über dich ergehen? Zum Teil ja. Ich täusche auch zum Teil die Orgasmen vor, damit ich weiß, er denkt jetzt, kommt jetzt auch schneller zur Sache. Und du hast deine Ruhe. Genau. Das ist natürlich kein Zustand, ne? Nee, das ist kein Zustand. Vor allen Dingen kein Zustand für so viele Jahre. Ja. Dann in der Ehe habt ihr Kinder? Ja, ihr habt Kinder. Nur mehr Kinder jetzt? Nee, eine Tochter. Eine Tochter. Mhm. Ja. Mhm. Ich muss auch sagen, also ich habe auch in der Schwangerschaft 36 Kilo zugenommen. Mhm. Und ja, bin heute immer noch dick und er ist halt so der festen Überzeugung, ja, du kriegst so oder so keinen und an dich gehen nur Pakistaner und Türken. Und solche Sachen muss ich mir natürlich auch anhören. Das sagt er auch noch. Ja. Liebst du ihn überhaupt noch? Wie bitte? Liebst du ihn überhaupt noch? Ich liebe den Mann. Warum? Dass er also seine Aussätze hat, sage ich jetzt mal. Also weißt du, wenn jemand sagt, an dich gehen nur Türken und Pakistaner, finde ich unfassbar, wenn das ein Mann einer Frau sagt. Klar, aber dann kommt er nach einer halben Stunde, Schatz, ich liebe dich und unsere Tochter, wir müssen zusammenhalten. Mhm. Weiß er, ahnt er, wie abgrundtief unzufrieden du bist? Ich sage es ihm oft, ich sage ihm auch immer, wenn du weiter so machst, dann suche ich mir jemand anders. Mach doch. Mhm. Ja, der nimmt dich nicht ernst. Nee, der nimmt mich absolut nicht ernst. Eigentlich solltest du überhaupt gar nicht mehr mit ihm schlafen. Eigentlich solltest du dich gar nicht drauf einlassen. Du hast keinen Bock, er nimmt keine Rücksicht auf dich, Punkt aus. Damit der junge Mann, so jung wird er vielleicht gar nicht mehr sein, wie alt ist er? Er ist 37. 37, siehst du? Damit er mal ein bisschen wach wird. Ja, vielleicht. Ich bin auch jetzt schon 3 Tage nicht zu Hause, ne? Und wo ist das Kind? Das ist bei mir. Ich bin bei meinem Vater. Ja? Mhm. Weil du abgehauen bist, weil du keinen Bock mehr hattest? Genau. Mhm. Aber dann ist aber schon einiges nicht in Ordnung. Nicht nur der Sex. Ja, nicht nur das. Wir hatten schon viel miteinander durchgemacht, sag ich mal. Ich muss auch sagen, ich leide seit der Schwangerschaft an Angstzuständen. Mit dem kommt er auch absolut nicht zurecht. Mhm. Und wenn es mir da nicht gut geht, ich ihm sage, nimm mich mal in den Arm. Hör, du bist doch irre, du bist verrückt. Geh in die Klapse und lass dir helfen und solche Sachen halt. Ne? Hast du auch Angst, alleine da zu stehen, eventuell? Das auch. Also ich habe ihn schon so oft rausgeschmissen. Und da habe ich nach einer Stunde wieder angerufen und Schatz, komm doch zurück. Mhm. Bitte. Siehst du? Und genau das weiß der. Dass er mit dir den Meckes machen kann. Dass du schimpfst und irgendwas sagst und er weiß, ach, die Kleine habe ich im Sack. Mhm. Die ruft nach einer Woche wieder, nach ein paar Tagen oder nach einer Stunde schon wieder an und sagt, komm doch zurück. Ja. Und deswegen bemüht der sich auch gar nicht. Nee, der lässt sich komplett gehen in seiner Art. Und ist insofern wirklich ein knallharter Egoist. Ja, er hat auch heute angerufen, wenn ich nicht nach Hause komme, ich wäre eine Rabenmutter und das Kind, das Ungeregelte jetzt. Mhm. Ja. Eigentlich will ich es gar nicht fragen, weil es sinnlos ist, aber ich frage es denn trotzdem mal, würde der mit zu einer Eheberatung gehen? Nee, habe ich schon vorgeschlagen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, so wie du ihn schilderst. Er ist völlig unansprechbar, ne? Wir hatten auch zeitweise eine Familienhilfe zu Hause. Ja. Mit einer Flexmaßnahme und... Was ist das, Flexmaßnahme? Das sind so, jetzt nicht direkt Familientherapeuten, aber sie sind für Problemchen hier und da. Sie haben mit der Kommunikationsspiele gemacht, mit den Ich- und Du-Sätzen und solche Sachen. Mit der Kleinen? Nee, ich und mein Mann. Ach so. Mhm. Und das fand er wahrscheinlich albern, oder? Ja, so ungefähr. Mhm. Und hat null was gebracht? Null. Also wie sie da war, hat er schon schön mitgemacht. Mm, natürlich, er will ja gut dastehen. Er muss ja zeigen, was er ist. Mm, mm. Aber also ich finde, Nina, was du mir jetzt geschildert hast, da steht jetzt natürlich eine Geschichte von 5 Jahren hinter. Ja. Aber das reicht mir schon aus, was du gesagt hast. Ich höre, dass diese Ehe kaputt ist, dass du sehr unzufrieden wirst, dass der völlig ignorant ist, der Kerl. Dass der sich nicht ein Deut darum schert, was in deinem Herzen vorgeht und was für Gefühle du hast. Wenn er nicht zusammen mit dir irgendwo hingeht, würde ich dir ganz dringend raten, dass du dir Hilfe suchst, psychologische Hilfe. Ja, ich habe schon so viel Therapien angefangen, wie er gesagt hat, der Arzt ist nichts und komm wieder heim. Ich war ja auch schon auf einer Mutter-Kind-Station, wo jetzt hier bei uns eröffnet hat. Ich sage es mit dem Hintergrund. Ich glaube, dass du auch Hilfe brauchst.
Ich habe das Gefühl, dass du Hilfe brauchst. Ich glaube, dass das langfristig das Ziel sein sollte, dich von dem Mann zu trennen. Ich habe es immer wieder versucht, aber immer wieder... Ja, das weiß ich, das ist mir klar, das schaffst du auch nicht alleine. Und deswegen wäre es so gut, wenn du einen guten Therapeuten an deiner Seite hast, der dich stabilisiert und dir hilft. Mhm. Wie du diesen Mann gerade geschildert hast, habe ich da keine große Hoffnung, dass der sich verändert. Es sei denn, der kapiert dann, wenn du es wirklich ernst durchziehst, um was es geht. Ja, er hat auch heute mir gesagt am Telefon, du bist mir viel zu billig, um dass ich mit dir am Telefon rede. Unglaublich, ja. Unglaublich. Wenn du es schaffen würdest, ihm wirklich jetzt die Kante zu zeigen und zu geben, das wäre richtig. Aber das wirst du nicht schaffen. Nee, ich stehe auch ganz alleine da. Also außer mein Vater ist bei mir in der Familie niemand mehr da. Meine Mutter ist auch tot. Und ja. Also ich finde wirklich, dass du dir jemanden an deine Seite holen musst, so wie du dich jetzt hier bei mir auch gemeldet hast, um zu reden. Brauchst du einfach einen stabilisierenden Faktor an deiner Seite. Letztendlich wirst du es dann schon schaffen, da bin ich sicher. Aber im Moment habe ich den Eindruck, dass du Hilfe brauchst. Ich werde dich jetzt auch zu meinem Psychologen rüberschalten. Mhm. Das heißt, wir rufen dich nochmal an und dann unterhältst du dich mit dem Peter. Okay. Mein Gefühl, meine Meinung sagt mir, du musst von dem Mann weg. Ich sag's mal in Schlagworten, du musst von dem Typ weg. Der ist nichts für dich. Der macht dich kaputt, der hat dich schon kaputt gemacht. Er droht mir auch immer, mir die Kleine wegzuholen und er geht aufs Jugendamt. Furchtbar. Und du brauchst für dich selbst, für das, was in dir vorgeht, brauchst du auch Hilfe. Das sind meine beiden Schlagworte oder die Überschriften. Ja. So, jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay, danke. Alles Gute, viel Kraft. Danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Alex. Alex ist 20. Hallo Alex. Ja, hallo Domian. Eine Frau. Ja. Bei Alex weiß man ja nie. Nee, eine Frau, ja. 20 Jahre alt. 20 Jahre alt? Ja. Also erstmal will ich ein Lob an deine Sendung aussprechen. Vielen Dank. Ich rufe heute zum ersten Mal an. Ja. Und ja, es geht darum, dass, also am 1. Mai, ich bin ziemlich nervös, ja. Macht nichts. Dass am 1. Mai mein Freund ins Gefängnis gekommen ist. Ja. Weil er in der Nacht vom 30. oder wann das war, auf 1. einen Menschen angestochen hat im betrunkenen Zustand. Mhm. Und ja, ich natürlich jetzt irgendwie gar nicht mit dieser Sache klarkomme und mich, also ich halte zu ihm das schon mal als allererstes. Was nicht heißen soll, dass ich irgendwie das toll finde, was er gemacht hat. Was oder ist so. Denn da genau vorgefallen? Warst du dabei? Nein, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so weit gekommen. Ja. Was hat man dir erzählt, was passiert ist? Ja, ich habe das Blöde oder das Gute, ich weiß nicht, ist, dass ich mich nach der Tat mit ihm getroffen habe. Mhm. Und er schon bedrückt war und angetrunken war, aber ich halt dachte, ja gut, der ist betrunken und wir sind dann ins Taxi eingestiegen, sind zu ihm nach Hause gefahren. Und ja, und dann sind wir halt eingeschlafen und am nächsten Morgen ist er aufgewacht und hat so gemeint, so nee, ich habe doch niemand abgestochen und so. Da war schon Stress, aber da war nichts. Was hat er dir denn da in der Nacht erzählt, im betrunkenen Zustand? Ja, gar nichts. Also, dass es ihm nicht gut geht und irgendwie, ja, da war Stress und das. Und aber er hat schon von der Stecherei noch nichts erzählt? Nee, erst am nächsten Morgen ist er eben aufgestanden und hat gemeint so, also er ist rausgegangen und ist dann wieder ins Zimmer gekommen. Mhm. Und dann hat er so... Das heißt, da kam die Erinnerung bei ihm vielleicht? Aber nicht wirklich, das ist es ja so. Er hat gemeint, nee, ich habe doch niemand abgestochen und das. Aber da musst du ja hellhörig geworden sein, ne? Als er das Wort abgestochen gesagt hat. Nein, eben gar nicht, das ist ja, weil ich mir gedacht habe, so nee, wenn er das wirklich gemacht hätte, stimmt, ja. dann wäre der ganz anders. Ja, der war ja, auch ja. voll gut gelaunt und ja, mein Schatz und so, jetzt gehen wir draußen frühstücken und also gar nicht von wegen nervös oder... Kam dann bald die Polizei schon oder wie? Ja, das war dann so, also am Sonntag, so gegen 2:30, ja. Also ich war noch in der Küche und habe gekocht und dann hat er mir noch den letzten lieben Blick in dem Sinn zugeworfen und dann hat es schon geklingelt und dann... Ja, ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Er war auch nicht nervös oder es kam auch schon davor ein Anruf von der Polizei. Ja. Aber halt nicht, dass sie das waren. Die haben nur gemeint, ja, ist der zu Hause? Und hat er gemeint, ja. Und hat er gemeint, wie schaut's aus mit dem Fußballspielen? Und das hat er mir dann erzählt, weil die haben dann danach aufgelegt und hat nur gemeint, ja, du Hase, jetzt ist gerade ein komischer Anruf gekommen, hat es mir erzählt. Und wie gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet. Okay. Er ist dann direkt verhaftet worden. Mhm. Ja. Was ist denn jetzt, soweit du das weißt, in der Nacht vorgefallen? Also ich weiß, er war auf so einem Studentenwohnheim, weil er hat jetzt angefangen zu studieren, also ist auch kein
blöder Junge oder irgendwie so ein Rowdy, wie es hingestellt wird, also ganz und gar nicht. Mhm. Und ja, also ich weiß, er war, wie gesagt, auf diesem Studentenwohnheim, auf so einer Party, Grillfest, und ich war auch weg, aber mit einer Freundin. Mhm. Und irgendwie muss er schon davor getrunken haben mit Freunden und er verträgt keinen Alkohol. Mhm. Das habe aber ich nicht so wirklich gewusst, weil wir eigentlich wenig weg waren. Mhm. Und wenn wir weg waren, war alles okay. Also ich habe getrunken, er hat getrunken, aber nicht übermäßig. Okay, er hat getrunken? Genau. Und es gab irgendeine Streiterei mit jemandem? Ja, also er muss davor, also er war auf jeden Fall wirklich sehr besoffen und muss schon die ganze Zeit so auf die Bänke umgeworfen haben und so irgendwie provoziert haben, sage ich mal. Also so rumgestänkert schon und das. Und diese Person, mit der er dann aneinander geraten ist, hatten die, weißt du, weswegen die aneinander geraten sind? Ja, also es stand in der Zeitung und in dem Haftbefehl, also ich weiß jetzt nicht diese ganzen Namen, diese Dingschrift, stand drin, er hat so ein Mädchen angerempelt und der ist der Teller runtergefallen und dieser Typ, also dem Opfer in dem Sinn, der hat es gesehen und hat dann zu ihm gemeint, er soll sich entschuldigen. Ah, so verstehe. Ja, und da fühlte er sich in seiner Ehre irgendwie gekränkt. Aber er hatte ein Messer bei sich. Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Wie lange seid ihr zusammen? 8 Monate. Hast du das schon bemerkt, dass er ein Messer bei sich trägt? Nicht wirklich, also irgendwie schon, aber jetzt nicht so, dass er es mitnimmt oder so. Moment, stopp. Wie, irgendwie schon. Das heißt, du hast das Messer zu Hause gesehen, du hast es an ihm noch nie erlebt? Nee, ich habe nicht mitbekommen, dass er es dabei hat oder so. Wenn er es zu Hause rumliegen hat, hast du dich mal gefragt, warum? Wir haben dann nie so, ja, mein Gott, ich dachte mir halt, es ist ein Junge, mein Gott, der hat halt ein Messer, aber nicht so, das war auch so ein Klappmesser, also es war jetzt nicht irgendwie das große Ding oder so. Ach so, also wo ich mir jetzt hätte Sorgen machen müssen in dem Sinn. Also es war ein Klappmesser, was er dann im Eifer des Gefechtes sogar noch aufgeklappt hat? Ja, also ich habe bei der Polizei, weil ich musste ja Aussage machen, habe ich dann 3 Fotos von ihm gesehen, die ich immer noch im Bild habe, dieses Bild von ihm in dem Sinn, was mich immer noch schockt. Und da schaut er halt ziemlich aggressiv auf dem Bild und es geht mir absolut nicht aus dem Kopf. Und auch nicht der Blick, wo er mir den letzten süßen Blick zugeworfen hat. Nee, und da sieht man ihn eben schon, wie er das Messer da hat, weil eben ein Zeuge gleich Fotos von ihm gemacht hat. Ja. Sonst wäre man gar nicht... Meine Frage war, wenn es ein Klappmesser war, muss er das ja im Eifer des Gefechtes nicht einfach nur irgendwo rausgezogen haben, sondern sogar aufgeklappt haben, um dann zu stechen. Offensichtlich ja. Wie schwer verletzt ist der andere? Ja, er hat ihn an der Bauchschlagader erwischt. Oh. Also nicht gerade gut. Und ich habe jetzt, wie gesagt, seit letzten Mittwoch oder so, habe ich nochmal bei der Polizei angerufen, habe gefragt, ob es bei dem Opfer irgendwas Neues gibt. Und dann, also da war er noch in Lebensgefahr. Und dann eben, jetzt haben wir erst den Anwalt jetzt richtig seit gestern. Und der hat eben, also da habe ich ihn heute nochmal angerufen und der hat gemeint, dass die Staatsanwältin gemeint hätte, der schwebt immer noch in Lebensgefahr. Also ist es schon eine sehr schwere Verletzung. Ja. So, jetzt bist du natürlich völlig aufgeregt. Ja. Du bist relativ frisch hier mit ihm zusammen. Ja. Das ist ja noch nicht so lange. Und da ist jetzt eine Seite herausgekommen, die du überhaupt nicht geahnt hast von ihm. Nee, wir haben uns schon öfters gestritten und er ist schon ein impulsiver Mensch, sage ich mal. Aber hat er irgendwelche Straftaten vorher schon mal begangen? Er ist aktenkundig. Das weiß ich, auch wegen Schlägereien oder irgendwie sowas. Ja. Aber nicht, dass er war halt auch mal dabei. Und wie gesagt, ich in dem Moment, wo ich da Aussage machen musste, ich habe da auch nicht so gefragt, was ist denn da genau. Also aktenkundig ist, er ist aufgefallen, da ist schon mal was passiert. Ja, aber nicht, dass es zur Anzeige gekommen ist, soviel ich das weiß. Also ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ja. So, aber jetzt ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ja. Finde ich, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, finde ich auch wirklich eine schwierige Situation. Natürlich ist man einerseits, hält man dann zu dem Freund. Ja. Andererseits ist man auch entsetzt darüber, was der Freund gemacht hat. Ja. Er hat fast einen Menschen umgebracht. Ja. Wir wollen hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber die Gefahr besteht ja vielleicht sogar immer noch, wenn der Mensch immer noch in Lebensgefahr schwebt. Ja. Ich weiß nicht warum, Domian, aber ich habe die ganze Zeit ein Gefühl, dass der durchkommt. Also, ich weiß nicht, das ist so ein innerlich irgendein, also natürlich. Wir wollen das natürlich absolut hoffen, dass der Mann nicht stirbt. Die Frage ist jetzt, was diese Tat jetzt in dir letztendlich erschüttert hat. Ja, natürlich, dass er das getan hat. Dass er das getan hat. Und wie es weitergeht. Ja. Wie es weitergeht. Der sitzt jetzt in U-Haft, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Die Frage ist jetzt, wie wirst du dich weiter verhalten? Ja, wie gesagt, ich habe mich die letzte Woche immer um Anwälte gekümmert, habe jetzt auch erst die Mutter kennengelernt.
Und das war natürlich auch, ist immer noch schwer, wenn ich sie sehe, weil ich mir denke, normalerweise müsste er jetzt dabei sein und so. Hast du denn die Gelegenheit gehabt, mit ihm alleine schon mal zu reden danach? Nein. Nein, das nicht. Wie gesagt, ich habe ja immer noch geglaubt, er macht jetzt die Aussage, wo der Haftbefehl war. Und ich habe noch seinen Schlüssel mitgenommen und die Sachen, also so Art Geldbeutel, aber so. Und habe mir gedacht, ja gut, der macht jetzt Aussage und dann ruft er mich an und dann sehen wir uns wie immer. Also ich war eigentlich 8 Monate jeden Tag mit dem. Ich war im Urlaub mit dem. Aber die Sache ist jetzt halt verdammt ernst, ne? Oh, und der sitzt jetzt im Knast und da wird er wahrscheinlich auch eine ganze Weile sitzen. Ja, schwierige Frage. Ich kann das auch gar nicht einschätzen. Also mich würde das, wenn ich du wäre, sehr irritieren. Ja, ich bin einerseits wirklich geschockt, dass es so weit kommen konnte. Und er sagt ja, er kann sich an nichts erinnern. Und das, also. Ja, gut, das war, okay, das ist mit dem Nichterinnern immer so eine Sache. Weißt du, wenn der schon auffällig geworden ist vorher. Ja. Und wenn der war, dann, wie alt ist er? 23. Dann weiß er auch wahrscheinlich, dass er kein Alkohol verträgt. Ne? Dann muss man auch die Kraft haben und die Finger vom Alkohol lassen. Ja. Insofern, sicher wird die Schuld das etwas eindämmen, wenn er so besoffen war, aber dennoch kann ja jetzt was ganz Schlimmes, selbst wenn dieser Mann überlebt, kann er ja irgendwelche schlimmen Sachen davon tragen oder man weiß es ja alles gar nicht. Ja, also ich habe eben, wie gesagt, mit dem Anwalt geredet, wo ich noch nicht wusste, dass der immer noch in Lebensgefahr schwebt und habe halt gefragt, ob man ihn nicht bis zur Verhandlung rausholen könnte. Und nachdem der aber ganz neu in den Fall involviert war, hat er halt gemeint, er muss erst warten, bis die Akten kommen und das und man soll sich halt nicht drauf einstellen und das würde schon so um die 20.000 kosten. Und dann eben, wo er mir heute gesagt hat, wie gesagt, ich habe ja nicht gedacht, dass der wirklich noch in Lebensgefahr schwebt, weil ich mir gedacht habe, okay, er hat jetzt eine Woche überlebt, toi, 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 zum Glück, ja. Aber ich mache mal folgenden Vorschlag. Ja. Du bist ja wirklich auch sehr durch den Wind, verständlicherweise. Ja, ja. Weil es ja auch eine relativ frische ist. Ja, schon. Ich kann dir jetzt nicht sagen, trenn dich von dem. Das kann ich nicht, das musst du für dich, das musst du entscheiden, für was dein Herz sagt. Ja. Aber ich bin auch ganz sicher, dass dein Herz in den nächsten Wochen und Monaten dass es eine Entwicklung geben wird, wie du empfindest. Vielleicht auch nachdem du das erste Mal irgendwann mit ihm gesprochen hast. Ich möchte gerne, dass wir in Kontakt bleiben, wenn du das auch gerne möchtest. Ja, gerne. Dass wir vielleicht in, sagen wir mal, 2 oder 3 Wochen, meine Redaktion notiert sich das, dass wir nochmal miteinander sprechen. Ja, vielleicht gerne. Hast du auch die Möglichkeit gehabt, dann bis dahin mit ihm mal zu reden. Und mich würde sehr interessieren, wie sich das dann entwickelt hat. Vielleicht können wir dann auch ein bisschen handfester sprechen. Also ich weiß eben nicht, wann dieser Besucherschein kommt. Aber der Anwalt hat gemeint, er kümmert sich drum. Und es ist eben alle 2 Wochen eine halbe Stunde. Ja. Und nachdem ich aber erst der Mutter den Vorrang lassen will und dem Bruder und dem Vater, aber die Eltern selber miteinander auch keinen Kontakt haben, also im Streit sind. Also wird das alles kompliziert, ich merke es schon. Ja. Aber du kannst natürlich mit dem Rechtsanwalt sprechen und so weiter. Ja, genau. Also er hat ihr gesagt, er geht am Donnerstag wieder rein. Ja. Und ich habe ihm gesagt, er soll ihm halt was ausrichten, dass ich ihn liebe und dass ich hinter ihm stehe und dann. So, wir machen das genauso, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Ja, ja. Ich sage jetzt mal so eine Zeit, 2, 3 Wochen, dann melden wir uns wieder und dann werden wir beide miteinander sprechen. Okay. Okay, Alex. Bis dahin musst du sehen, wie das auf dich wirkt und welche Auswirkungen das auf dich hat. Ich denke 24 Stunden an ihn. Ja, das glaube ich. Ab und zu geht's Aber du musst eben auch an die Tat denken, ne, was er gemacht hat. Ja, natürlich. Und du musst verdammt sehr an die Tat auch denken, was er gemacht hat. So, jetzt legst du auf. Ja. Und wir werden uns bei dir, wie gesagt, wieder melden. Okay. Okay, lieber Alex, alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Danke, Daniel. Tschüss. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt, ich bin feige. Möchte gerne dann mit Leuten sprechen, die von sich sagen, ich bin eigentlich ein richtig feiges Stück. Ich musste das und das und das machen oder ich hätte das und das damals tun müssen, aber ich habe es nicht getan, weil und so weiter. Kennt ja jeder von uns irgendwie, wenn man so im Leben zurückschaut, da gab es Situationen, wo man eigentlich hätte Rückgrat zeigen müssen und man hat es nicht getan und hinterher ärgert man sich, hat ein ganz schlechtes Gewissen und kann es vielleicht unter Umständen gar nicht wieder gut machen. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sprechen wollt, dann könnt ihr ab heute schon mailen unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Stefan und Stefan ist 23 Jahre alt. Hallo Stefan. Hallo Jürgen. Hallo Stefan. Und was geht's bei dir? Mein Thema ist die bevorstehende Brustverkleinerung meiner Freundin. Brustverkleinerung der Freundin? So. Genau. Welche Körbchengröße hat deine Freundin? 80 F. Bei einer Größe von 1,86 und 1,68 und in etwa 70 Kilo. Das heißt, sie ist
ja, ganz gut gepolstert, ne? Nichts, was jetzt irgendwie tragisch wäre. Ja. Ne, nur, aber sie stört. Sie stört und sie hat damit wohl auch Rückenprobleme. Mhm. Nur ich für meinen Teil weiß nicht, inwiefern ich mit dem Ergebnis der OP leben kann. Ja, okay. Wie war denn bisher deine Position? Hast du zu ihr gesagt, nee, mach es nicht, ich möchte das nicht? Sagen wir so, also ich habe ihr für meinen Teil, für mein Empfinden stets das Gefühl gegeben, dass ich sie liebe, wie sie ist. Ja. Sonst wäre ich nicht mit ihr zusammen. Mhm. Ja? Wie lange seid ihr zusammen schon? Seit 4 Jahren. Ja. Und ja. Wie alt ist sie? Sie ist ein Jahr jünger. 22. Ja. Hat sie seitdem ihr zusammen seid, diese Probleme mit ihren Brüsten, dass sie sagt, das ist mir zu viel? Sie war nie klein. Mhm. Ja, die sind noch ein bisschen gewachsen, mhm. Wodurch sei halt dahingestellt. Nur, also ich für meinen Teil habe das Gefühl, und da bin ich mir auch sicher, dass ich ihr nie das Gefühl gegeben habe, dass das für mich ein Problem ist. Ja. Ja, andererseits... Okay, aber für sie ist es... Für sie ist es ein Problem. Mhm. Und mit der Kostenübernahme der Krankenkasse, das war ein Kampf über ein Jahr mit dem medizinischen Dienst und Untersuchungen und so weiter. Ist aber geregelt jetzt? Ist geregelt, der Termin steht fest. Mhm. Sie hat auch einen Chirurgen gefunden, zu dem sie Vertrauen hat und den im örtlichen Krankenhaus. Hier ja. Noch. Wann soll das gemacht werden? Am 10.06. Am 10.06. Mhm. Ja. Gut, sagen wir so, die Sache ist... Über das Jahr habe ich auch hinter ihr gestanden, mhm. Nur als es jetzt wirklich akut war, mhm. dass genehmigt wurde, dass der Termin gemacht wurde, habe ich da doch arge Zweifel bekommen. Ich habe mich auch wirklich gründlich kundig getan über das Ergebnis, über etwaige Komplikationen, mhm. über Sonstiges. Mhm. Und es gibt nun mal... Was sind deine Probleme jetzt? Dass ich nicht weiß, ob ich mit dem Ergebnis so wirklich klarkomme, ob ich sie also weiter akzeptieren kann. Mit verkleinerten Brüsten. Ob es nun unbedingt absolut um die Körbchengröße geht, ist fraglich, sondern eher, du hast auf jeden Fall die Narben da. Mhm. Die kannst du halt ganz einfach nicht wegdiskutieren oder, nee, oder aber wenn wir mal an, wenn das gut gemacht ist, kann man damit leben. Sehr gut sogar leben. Die gibt es aber noch. Die gibt's ja. Mhm. Und ich habe da, das ist ganz einfach ein Grundsatz von mir, an einem gesunden Körper rumzuschnibbeln, finde ich scheiße. Das ist für mich keine Option. Okay, aber so klar kann man das ja vielleicht nicht sagen, denn sie scheint ja schon einen sehr großen Leidensdruck zu haben, wenn sie das wenn sie so weit geht, denn ihr ist das ja auch klar, dass das eben mal nicht eine Kleinigkeit ist, chirurgisch gesehen. Und es geht um eine Brustverkleinerung und nicht um eine Vergrößerung. Sie hat nur mehrfach auch mir gegenüber halt erwähnt, dass sie die möglichen Komplikationen auch im Hinblick auf den Erfolg ein bisschen von sich weiß. Mhm. Ne, und halt nur da irgendwie der Erlösung sieht. Ihre Hauptprobleme sind, zum einen hat sie halt Rückenschmerzen, mhm. dadurch bedingt, dass sie sich auch falsch hält. Mhm. Ne, was aber auch wiederum dadurch, meines Erachtens zumindest nach, dadurch bedingt ist, dass sie sich zusammenkauert, um es zu kaschieren, mhm. weil ihr die Blicke von anderen unangenehm sind. Ja, aber das deutet doch alles darauf hin, dass das Mädel wirklich darunter leidet. Wie viel will sie sie denn verkleinern lassen? Du musst, um es von der Krankenkasse genehmigt zu bekommen, eine Reduktion um mindestens 600 Gramm pro Seite. Mhm. Ne, bei jetzt wie viel Körbchengrößen ist das? 80F und sie hat auf der einen Seite 900, auf der anderen Seite 800. Ja, also es ist schon eine erhebliche Verkleinerung dann. Natürlich, also die Brustwarze, die Mamille, die sitzt im Prinzip 8 cm tiefer, als sie eigentlich sitzen sollte. Ja. Jetzt finde ich, Stefan, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt mit deiner Freundin nicht gesprochen, aber was du mir jetzt gerade erzählt hast von deiner Freundin, gehe ich davon aus, dass das Mädel wirklich Leidensdruck hat. Wirklich. Und dass die nicht aus Spaß und Freude sich jetzt unter das Messer legt. Dass ihr auch durchaus bewusst ist, dass es da Risiken gibt und dass da auch einiges schiefgehen kann. Und trotzdem tut sie das. Jetzt hast du mir gerade groß erzählt, ich habe sie immer geliebt, auch mit großen Brüsten. Wieso kannst du sie nicht lieben mit ein paar Narben und mit kleineren Brüsten, wenn sie sich dann gut fühlt und wenn es ihr Wunsch ist und sie selbstbewusster ist? Selbstbewusstsein.
hat man oder man hat es nicht, das wurde einem anerzogen. Ach, das sind Sprüche. Nein, ich habe ein Selbstbewusstsein, was mir auch von meinen Eltern anerzogen wurde. Und es ist, wie gesagt, von mir eine, wenn sie einen Unfall gehabt hätte oder Stefan gewesen wäre. Nein, das sind für mich zwei Paar Schuhe und die trenne ich. Ja, aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. Du hast nicht den Leidensdruck. Du hast nicht den Leidensdruck wie sie. Und wenn sie sich, entscheidend ist doch, wenn die Frau sich da, die hat sich jetzt so viele Jahre damit beschäftigt, das ist kein Schnellschuss. Wenn sie sagt, ich habe die große Hoffnung, dass ich mich dann besser fühle, vielleicht dann auch selbstbewusster bin, weil ich mich nicht vor den anderen Leuten verstecken will, dann muss man das doch akzeptieren. Warum akzeptierst du das denn nicht? Du setzt sie ja zusätzlich jetzt noch unter psychischen Druck, weil sie merkt, dass du es nicht willst. Verstehst du nicht auf kleinere Brüste? Ist das auch der Grund? Und dann hast du Angst, dass da vielleicht eine... Nein, es ist mir ganz egal. Ich kann mir auch Frauen gut angucken, die so gut wie gar keinen Brust. So, dann lass das Mädel. Weißt du, nur es ist für mich ein Punkt. Ich habe sie so kennengelernt, ja. Sie verändert da jetzt vorsätzlich was an sich. Ja, aber nicht aus Spaß, an der Freude, sondern aus begründeten, also da liegen klare Begründungen vor. Sicherlich, nur ich finde, sie hat aus fauler Trägheit nicht alle anderen Optionen wahrgenommen. Weißt du, es wurde ihr auferlegt von der Krankenkasse, hier ein neues einen Rückenkurs zu machen, ne? Ja. Einmal die Woche, weißt du, und das über 4 Wochen. Und das, sorry, aber das. Also ich weiß nicht, ob man mit einem Rückenkurs die Beschwerden behindern, beseitigen kann, die Frauen haben, wenn sie einfach zu schweren Busen haben. Was hängst du dich da überhaupt so rein? Lass sie doch. Steh ihr doch bei. Ja, nein, nur ich sehe da auch die Möglichkeit eines Schieflaufens der. Natürlich, aber du bist nicht der. Ja, aber sie ist eine erwachsene Frau. Ja, sicherlich, aber dann muss sie auch mit den Konsequenzen leben, dass das ich wird sage, dass da bin ich dann nicht mehr dabei. Ja, dass sie dann unter noch größeren psychischen Problemen leidet. Na, ist ja toll, ist ja super. Dann, pass auf, ich habe dich verstanden. Du liebst die Frau überhaupt nicht. Du willst nur dein Mackertum durchsetzen. Sag mal, was willst du mir denn jetzt hier bitte unterstellen? Ich unterstelle dir, dass du die Frau nicht ernst nimmst mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten. Und du die Frau psychisch so unter Druck setzt, nach dem Motto, wenn es schief geht, bin ich nicht mehr da. Na, nee, also so ein Freund würde ich nicht haben wollen. Weißt du? Also musst du auch gar nicht. Das sei ja auch dahingestellt. Nur ich finde es wirklich, wirklich jetzt ehrlich unverschämt von dir, mir das zu unterstellen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann habe ich mich wirklich getäuscht. Ja, dann unterstelle ich dir das auch, weil du mir gar keine Gegenargumente gibst. Weil du mir das selber sagst. Du wischst einfach das Bedürfnis deiner Freundin vom Tisch. Und du willst deine Einstellung deiner Freundin überstülpen. Das willst du. Das ist doch überhaupt gar nicht wahr. Ich habe eben... So hast du es gesagt. Du drohst ja sogar, sie zu verlassen, wenn das vielleicht schief geht. Da ging ich als Frau auch mit Zähneklappern in so eine OP rein. Es tut mir wirklich leid. Nur es ist wirklich da der Unterschied, ob sie ganz genau weiß, worauf sie sich da einlässt. Na, und dann, ich weiß ganz genau bei meiner Freundin, dass danach der Leidensdruck aus diesem missratenen Ergebnis ja, aber geht doch erstmal davon größer aus, ist. Geht doch erstmal davon aus, dass es gut geht. Und, ja, aber hallo, ich kann doch nicht sagen, es wird schon alles gut gehen. Mann, du machst doch Terror, du machst doch dem Mädchen wirklich Terror. Du bist ja hier schon so massiv bei mir. Wie massiv wirst du gegenüber der Frau sein, die sich gar nicht wahrscheinlich so wehren kann? Da muss man ja wirklich in Angst und Schrecken geraten. Ja, akzeptiere doch ganz einfach ihre Meinung, das ist ein erwachsener Mensch. Und lass sie in Ruhe. Also ich... Ehrlich, also nee, du bist doch nicht ihr Halter, ihr Sklavenhalter. Sag mal, also mal ganz ehrlich, also das Gespräch, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, also das hätte ich bei dir wirklich nicht gedacht. Das ist mir völlig wurscht, ob du das gedacht hast. Wir unterhalten uns jetzt darüber und ich mache mir wirklich Sorgen um deine Freundin. Ja, weil hör mir mal zu, ich versuche dir hier ganze Zeit die irgendwie was zu erzählen. Ja, ich versuche dir auch was zu erzählen und mal versuche mit dir zu argumentieren. Aber du scheinst ja gar kein, gar, ja, aber du bist ja gar nicht zugänglich für Argumente. Also du bist du, du bist nicht, also du bist nicht ich, zu, ich, du bist nicht zugänglich, jetzt, du bist nein, nicht zugänglich finde, für das, das du bist nicht, du bist nicht zugänglich für das Argument, dass die Frau das frei entscheiden soll
Und du kannst ja deine Sorgen äußern und deine Bedenken, aber sie muss es letztendlich entscheiden. Und dann lass sie doch in Ruhe. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihr da in ihre Entscheidung reinreden will. Aber du redest nur gesagt, dass ich da Bedenken habe. Ja, aber du redest ja massiv rein. Aber du redest ja massiv rein. Wie du jetzt Junge, schon bei, hallo, wie du bei mir schon reinredest jetzt. Du wirst Junge, es bei ihr ganz beide genau wir unterhalten uns darüber. Ich habe mich mit ihr darüber noch gar nicht unterhalten. Du hast mit ihr noch gar nicht? Ich weiß das noch gar nicht. Ich mache mir darüber für mich Gedanken und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das war mein Thema. Es war nicht das Thema, dass ich meine Freundin hier unter Druck setze. Du hast doch nie mit ihr darüber gesprochen, das glaube ich dir nicht. Ich habe noch nicht darüber mit ihr gesprochen. Noch kein einziges Mal die ganze Zeit? Nach dem, was du jetzt für eine Meinung an den Tag gelegt hast? Nachdem der Entschluss, oder besser gesagt der Termin feststand, habe ich noch nicht darüber mit ihr gesprochen. Gut, aber vorher schon. Ja, sicher vorher schon. Ja, gut. Und da habe ich sie auch unterstützt, weil das für mich da noch nicht greifbar war. Wie, da hast du sie unterstützt? Hast du gesagt, okay, mach das? Ja, sicher, weil ich das noch nicht vor Augen hatte. Das war ganz seltsam. Da hast du gesagt, mach es und jetzt plötzlich hast du so eine Anti-Haltung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Stefan. Ich glaube, wir kommen da auch nicht weiter. Meine Meinung kennst du. Ich finde, nach der Sachlage, wie du mir das geschildert hast, muss man das respektieren, wenn sie das möchte. Und ich finde, du solltest da eine tolerante Meinung einnehmen. Wenn du die nicht einnehmen willst und eine andere Haltung hast, so ist es wirklich deine Sache. Sei dir unbenommen. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt und dann würde ich sagen, wir beenden es mal, okay? Das würde ich auch sagen. Ja, alles Gute. Okay, tschüss, Stefan. Hier ist Michaela. Michaela ist 24 Jahre alt. Hallo Michaela. Ja, hallo. Hallo. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich bin die Michaela, wie gesagt, 24 Jahre alt. Ja. Und sitze gerade in einem Laufhaus, in einem Bordell in München. Und es ist ziemlich ruhig und man hat ziemlich viel Zeit zum Nachdenken. Ja. In einem Bordell in München, das ist ja lustig. Und da guckt ihr so ein bisschen Fernsehen nebenher. Ja, genau. Ja. Und du bist Prostituierte auch? Ja, genau. Ja. Mhm. Und was ist dein Thema? Ja, es ist so, ich habe seit 5 Jahren einen wahnsinnig guten Freier, einen sehr guten Stammgast und er möchte sich jetzt nach 25 Jahren Ehe von seiner Frau trennen wegen mir. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich riskieren will und ob das gut gehen würde oder wie oft kommt ob ich wirklich das Richtige machen würde. Ja. Wie oft kommt er zu dir? Ja, es ist so, ab und zu alle 14 Tage, jetzt sehen wir uns einmal in der Woche und zwischendurch haben wir uns einmal ein halbes Jahr nicht gesehen, weil da habe ich ja seine Frau kennengelernt, die wollte mich eben kennenlernen und bin dann zu Hause bei ihrer gesessen und ja, und dann haben wir uns immer ein halbes Jahr nicht gesehen und jetzt haben wir uns wieder gesehen und jetzt macht dann eben mit Köpfen, sie weiß von dem Verhältnis nach wie vor. Also, wie seltsam, wie war die Stimmung, als du dann bei der zu Hause warst? Sehr, sehr komisch. Das glaube ich. Komisch. Warum kam es überhaupt dazu, dass du zu denen nach Hause gegangen bist? Ja, das ist, weil sie draufgekommen ist, dass es mich gibt seit 1,5 Jahren, 2 Jahren. Ja. Und ja, und sie wollte mich dann einmal kennenlernen. Und da bist du hingegangen. Ist ja auch mutig, ist das ja. Ja, schon. Überhaupt, wenn die Person 30 Jahre älter ist, wie du auf jeden Fall. Wie alt ist dein Kunde, sage ich jetzt mal? 55 wäre er. 55, du bist 24. Mhm. Nochmal zu dieser Begegnung. Über was habt ihr da geredet dann? Ja, wir haben einfach so geredet, also wie es dazu gekommen ist und dass er geht öfters fremd, aber es war halt noch nie so wie bei mir und dass er das einfach nicht sein lassen kann, wenn sie ihn drum bittet, sonst würde ihm alle Frauen gehen lassen. Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, ja, sie haben 2 Kinder und einige Firmen miteinander und ja, und wir haben dann auch gesagt, wir sehen uns nie wieder und haben uns 2 Tage später dann drauf wieder getroffen. Mhm. Ja, also es war ganz komisch, diese Frau gegenüber zu sitzen. Das glaube ich. Das komplette Gegenteil von mir ist. Mhm. Jetzt will er sie verlassen. Mhm. Er hat zu dir gesagt, ich verlasse meine Frau nach 25 Jahren. Er ist ausgezogen. Er ist schon ausgezogen. Ja. Und möchte richtig mit dir zusammen sein und mit dir eine Beziehung aufbauen. Ja, genau. Mhm. Ja, aber er darf momentan nicht einmal wissen, dass ich hier in München im Puff sitze. Er denkt sich schon lange, dass ich nicht mehr in diesem Beruf bin. Ach so. Ach so. Mhm. Ach, du belügst ganz ihn. Ganz schwierig für mich. Seit wann belügst du ihn? Oh, schon seit 1,5 Jahren. Warum belügst du ihn? Ja, weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ja, ich habe zwischendurch auch immer ein halbes Jahr normal gearbeitet und habe so ein bisschen Ausbildung angefangen und so, aber habe das dann wieder lassen, bin wieder zurück. Ja. Und seitdem eigentlich belüge ich ihn, weil ich wollte ihm eigentlich nicht sagen, dass ich das jetzt doch nicht durchgezogen habe. Ja, weil du auch Angst hast, ihn zu verlieren vielleicht? Ja, genau. Mhm. Was denkt er denn, von was du lebst?
ja, ganz einfach, dass ich noch in diesem Vertrieb dort arbeite. Ah ja, aber du verdienst ja wahrscheinlich viel. Momentan, das, also ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht mehr machen will und dass ich eben Angebot hätte, als Barfrau zu arbeiten in einem Babydance-Lokal in München, und das war eben schon zu viel, wie er das gesagt hat. Und das gelingt dir, anderthalb Jahre so zu lügen, dass er das nicht mitbekommt, wo du bist, was du machst? Ja, genau. Mhm. Heikle Sache. Ja, genau. So, jetzt finde ich erstmal die allerwichtigste Frage, die ich habe, ist, liebst du diesen Mann? Ich habe ihn wahnsinnig gerne. Er ist echt, er ist lässig, er ist weltoffen, er kennt die Welt, er könnte mir alles bieten. Wir sind gern zusammen unterwegs, es ist spaßig mit ihm, es ist lustig, Stopp. Es passt halt eigentlich alles. Liebst du diesen Mann? Ja. Na, weißt du, das ist ein Unterschied, ob man sagt, ich liebe diesen Mann oder ich habe ihn wahnsinnig gerne, er ist weltoffen, ich kann alles mit ihm machen. Aber liebst du ihn wirklich von ganzem Herzen? Das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher. Hat er Kohle? Hat er viel Kohle? Ja. Ja, er hat richtig Geld. Würde er dich heiraten wollen? Ich weiß es nicht. Er hat jetzt vor zwei Tagen zu mir gesagt, also, falls ich noch ein Kind möchte, jetzt bitte noch nicht, in 3-4 Jahren vielleicht, wenn ich dann noch möchte. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wirklich ganz ehrlich, unter uns beiden Betschwestern. Ja. Wenn der Typ ein armer, einfacher Mann wäre, also einen ganz normalen Beruf hätte, nicht viel Kohle hätte, würdest du ihn dann auch so haben wollen? Ich denke nicht. Das ist sowieso, seit ich diesen Job mache, eigentlich bei mir so, dass ich mir eigentlich nicht noch einen Mann umsehe, der fast kein Geld hat. Ich finde deine Ehrlichkeit erst. Ich denke jetzt einfach mal immer, er kann mir was vom Leben noch zeigen und er kann mir was bieten. Und ich kann durch dieses Geld eigentlich alles in dem Leben machen, was ich mir vorstelle. Ich könnte Ausbildung machen, das was mir Freude macht und so weiter. Aber meinst du letztendlich, dass das eine gute und glückliche Grundlage ist, sich mit jemandem zu verbandeln, eigentlich nur, weil er Kohle hat? Naja, es ist ja nicht so, dass ich ihn überhaupt nicht mag. Ich meine, nee, ist mir schon klar. Es ist in die 5 Jahre schon einiges. Also ja, ja. Ich habe schon einiges mit ihm erlebt und so. Also alles war dann auch nicht so lästig, aber ja, ganz wie passt das? Also wir haben sehr viel, weiß nicht, wir haben viel gemeinsam und so. Also es ist jetzt nicht nur rein, dass es das Geld ist, weil da gibt es Jüngere, verstehst du? Aber ich weiß es nicht, was es ist. Ja, ich mag ihn wahnsinnig und es ist ja so, wenn wir uns erzählen, er fehlt mir auch. Ja, ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass da vielleicht sogar auch so eine Freundschaft entstanden ist. Oder so einfach ein gutes Verhältnis miteinander. Ja, genau. Ne? Sowas. Aber ist das jetzt die Grundlage für eine Beziehung? Das wage ich sehr zu bezweifeln. Michaela. Ich weiß es nicht. Wenn du bist so. Erstmal finde ich deine Ehrlichkeit, die gefällt mir. Dass du gerade gesagt hast, ja, eigentlich würde ich den nicht nehmen, wenn der nur Handwerker wäre oder so. Aber er hat doch selber zu mir gesagt, ich weiß, du bist in den 20ern, ich bin in den 50ern, ich weiß, dass ich dich finanziell absichern muss. Das hat er mir selber gesagt, er weiß es. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur, dass ich ihm sagt, ich liebe dich und das bestimmt gar nicht oder so irgendwie, sondern er weiß auch, also ihm ist das schwer, einer der Hauptgründe ist. Ja. Ist dir das nicht irgendwie auch unangenehm? Mir wäre es unangenehm. Mit so einem Deal in so eine Beziehung zu gehen, dass beide wissen, irgendwie, es geht auch schon eine ganze Menge um Kohle. Du bist da auch eine selbstständige Frau. Ja, aber ich denke mal, wenn er es weiß, dann sieht man, dass das eigentlich die Ehrlichkeit ist. Aber wir verstehen uns ja so, also wenn wir fortgehen oder irgendwie. Also ich möchte eigentlich halt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt privat dann zwischendurch noch andere Männer gehabt habe. Einfach, der hat mir auch so im Bett, eigentlich muss ich sagen, ich mag das echt und das passt mir gut. Wenn der das jetzt gerade gehört hätte, nehmen wir mal an, zufällig, dein Satz, ich würde den eigentlich nicht nehmen, wenn er ein einfacher Mann wäre. Wäre dem das egal oder wäre der dann entsetzt? Ich glaube, das weiß er. Ja, ich meine, wenn ihr beide unter diesen Voraussetzungen fast offen in so eine Beziehung geht, ist da vielleicht auch gar nichts so gegen einzuwenden, weil es ist einfach nur ein Vertrag oder ein Abkommen.
so vom Emotionalen, vom Herzen her, finde ich es schrecklich. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du bist eine junge Frau von 24, dass du auch die Sehnsucht hast, mit einem Mann zusammen zu sein, den du wirklich abgrundtief liebst und begehrst. Eine wirkliche Liebe, das ist doch viel schöner als sowas. Ja, eben, deswegen, ich bin mir momentan eben nicht sicher, ob ich ihn wirklich liebe oder nicht. Ich meine, es sind so viele Anzeichen da, dass ich mich wirklich jetzt verliebt habe, obwohl, und das Einzige, was mir jetzt wirklich zum Schaffen macht, das ist dieser verdammte Altersunterschied. Mhm. Und dass einfach seine Frau, mit der, was er sich das ganze Leben aufgebaut hat, mit der, was er 25 Jahre verheiratet ist, komplett ein anderer Typ ist. Die ist groß, schon vom Aussehen, die ist groß, schlank, Modeltyp, hat lange schwarze Haare, geht jetzt wieder studieren mit 50. Mhm. Also, und ist eine Top-Geschäftsfrau, und ich bin das komplett Gegenteil. Also meine größte Angst eigentlich ist, dass ich das nicht schaffen werde, dass ich seine Anforderungen nicht entspreche. Ja. Das ist meine größte Angst, was ich habe. Ja. Und du musst dir auch nichts vormachen, der nimmt dich, weil du, ich sag's jetzt mal ganz böse, weil du Frischfleisch bist. Ja, das weiß ich auch. Ja, das musst du. Also an dir, an deiner Seite fühle ich mich wieder jung. Also wir gehen da relativ ehrlich miteinander um. Ich finde, dass solche Konstellationen letztendlich nicht gut sind und nicht gesund sind. Bei aller Verlockung, die damit verbunden ist, jetzt auch für deinen Fall, selbst wenn man offen damit umgeht, wenn man sagt, okay, wir machen uns nichts vor, es ist so und so, mir ist der andere Weg eigentlich lieber, vielleicht mit ein bisschen weniger Kohle, aber ehrlich miteinander und wirklich verliebt und wenn er eben auch nicht sehr viel Geld hat, aber man ist, die Herzen passen zueinander. Das ist eine sehr moralische Einstellung, ich weiß, aber... Aber komischerweise, ich schaue nicht irgendwie jetzt anderen Männern nach, oder also er passt mir optimal. Also er ist also wahnsinnig attraktiv für sein Alter und auch sehr fit und alles und ist er wirklich. Diese Entscheidung kannst natürlich nur du treffen. Ich kann dir als komplett fremder Mensch und Außenstehender, der sich das nun mal so sachlich angehört hat, kann da nur meine Meinung zu sagen. Und meine Meinung wäre, Michael, mach's nicht. Aus den besagten Gründen. Aber man kann das gar nicht diskutieren. Ich würde dich auch nicht verurteilen, wenn du es jetzt machst und die Umstände sind ja geklärt zwischen euch beiden. Aber mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Aber ich denke, ich werde es machen. Okay. Schick mir mal eine Mail. Machst du das? Ja. Okay, wenn du dich entschieden hast, bitte schick mir eine Mail. Ich lese sie. Okay, mache ich. Alles Liebe. Tschüss. Okay, ciao. Frank, 42 Jahre alt. Hallo Frank. Hallo, Domian. Hallo Frank. Ja, also... Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber wir schaffen es noch. Ja, für die Kürze der Zeit habe ich ein sehr kompliziertes Thema. Oh. Wie gesagt, ich bin 41 Jahre alt, ja. Habe ein Problem mit dem gewissen Samenerguss, ja. Da er immer zu früh kommt, ja. Und habe mittlerweile 3 Partnerschaften verloren, die... wahrscheinlich darauf zurückgreifen. Mhm. Und ich bin bei Psychologen gewesen, ich bin bei Ärzten gewesen und alle haben mir gesagt, ja, 10% der Männer haben dieses Problem und dieses Problem ist nicht behandelbar. Ja. Glaube ich einfach nicht. Ja. Ich wundere mich gerade, ich höre das meistens immer von sehr jungen Männern, dass die das haben. Aber du bist schon 42 und dennoch passiert es. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch viele Sachen ausprobiert hast. Dass du beispielsweise vorher, bevor du mit einer Frau schläfst, onanierst. Habe ich mal probiert, bringt aber überhaupt nichts. Das heißt, dann ist es immer noch so. Genau. Und wenn du zweimal onanierst vorher? Das habe ich noch nicht. Ja, ich meine, das sind ganz einfache Überlegungen. Die Frage ist ja, wie fahre ich mich als Mann in meiner Erregung so weit runter. Ne, dass ich trotzdem noch erregt bin, aber nicht so erregt bin, dass die ganze Sache gleich dann wieder vorbei ist. Also wäre das ja so meine ganz, ganz laienhafte, spontane Idee als Mann, da mache ich es halt vorher zweimal für mich und gehe dann in die Liebessituation mit der Frau. Und dann gucken wir mal weiter. Medizinisch, weil weiß ich auch nicht, wie man das behandeln soll. Das ist, glaube ich, eine reine mentale Geschichte. Garantiert. Wenn du, garantiert, ja, ganz sicher. Mhm. Garantiert. Aber erstmal müsste man ja davor wissen, dass man mit einer Frau schläft. Naja, in der Regel zeichnet sich das ja mal ab, dann geht man mal schnell aufs Klo und so, dann kann man das ja irgendwie arrangieren. Nee, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Tut mir leid. Ja gut, aber dann musst du, warum nicht? Nee. Ich meine, wenn du da
Auf diesem Wege, das schaffst dieses für dich offensichtlich sehr große Problem, was du seit 20 und über 20 Jahren mit dir herumträgst, in den Griff zu bekommen, kann man das doch mal versuchen zumindest. Ich habe es, also in der Form habe ich es noch nicht probiert, aber ich habe es probiert, dass ich mit meiner Partnerin geschlafen habe und dann, wie gesagt, dieses Problem wieder hatte und dann nochmal mit ihr geschlafen habe und dann war es im Prinzip genauso. Ja, ja. Jetzt ist wirklich die Zeit gleich rum. Wir rufen dich sofort gleich nochmal an, Frank. Einverstanden? Das wäre nett. Okay, bis gleich. Weil das Problem ist weitaus größer als gedacht. Das glaube ich. Wir rufen gleich nochmal an, okay? Alles klar. Tschüss. In der Technik, lieber Uwe Petersen. Morgen gibt es wieder eine Sendung. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.